Okay. Gut, dann hätten wir da einen Fisch. Fisch! Und eine bodenlose Fallgrube. Das muss reichen. Schauen wir mal, was sie hat. Aufschlagen! Das ist natürlich schon mal sehr schlecht. Irgendwas in der Verteidigung. Mhm. Hydrogeron. Das könnte helfen. In diesem Falle aktivieren wir mal einen legendären Ozean und versuchen unser Glück. Go Hydrogeron. Raves sind in der Tat momentan nicht so unbedingt erlaubt, ja. Ist nicht so, dass die Leute sie nicht trotzdem machen würden, aber ja, sind momentan nicht so erlaubt. Nein, Schänder, Twist, natürlich, Drecksack. Und dann holen wir uns noch einen Hydrogeron. Volle Breitseite. Soweit, so gut. Ästhetischer Mech. Okay, okay. Du darfst mal eine Bodenlose fallen. Tschüss. Twister aktiviert er natürlich trotzdem. Das war dann unser legendärer Ozean. Aber er hat auch keine Verteidigung. Wenn wir jetzt ein schönes Monster-Top-Deck, das wäre schön. Kraft der Magie. Das finde ich auch sehr angenehm. Okay, Kraft der Magie. Viel Spaß damit, Hydrogeron. Wird schon keinen schweren Sturm haben, nicht wahr? Hydrogeron, volle Breitseite. Und anderer Hydrogeron, 1-6. Wenn wir noch eine Zauberfallenkarte gehabt hätten, wäre schön gewesen, aber haben wir nicht. Falle. Okay, wir gehen mal in die Verteidigung. Okay, aktiviert nichts. Das war dann die Seele der Reinheit. Ja, wenn man die Seele der Reinheit nicht mal dazu kommen lässt, zwei Lichtmonster im Friedhof zu haben, ist die nicht sonderlich sinnvoll. Da kann sie sich ja noch nicht mal beschwören. Boah, passt. Ich habe wirklich gestrahlt. Ich strahlte herrlich. Vielen Dank. Und er ist außerdem weg. Ich strahlte so im Duell. Jetzt nehme ich es nicht mehr so tragisch. Also wie versprochen, hier die Karte. Brrr. Du erhältst Arcana Force extra, der schwache Fürst. Cool. Jo. Ich denke mal... Er sieht erstmal Arcana Deck Incoming. Ja, mit einer einzigen Arcana Karte sicherlich. Ich denke mal, das gehört auch zu den Gegnerarten, die wir nur besiegen müssen und farmen können für diese Kartenart, aber nicht unbedingt mehrfach besiegen müssen. Gut, dann hätten wir noch mehr Decks im Angebot. Damit wir nicht ganz so sehr die Eintönigkeit in unseren Decks drin haben. Lange die Raupenverbrennung nicht benutzt. Hol mal die Raupenverbrennung mal wieder raus. Speichere Daten. Immer noch da. Nimm mal Nyan-Nyan. Und dann das dicke Kind wieder. Willst du mit mir spielen? Ja, genau. Auf in die Schlacht. Mal wieder. Well, Storten. Es ist die Schnellen und die Toten. Das ist eine nette Anfangshand. Okay. Dann schauen wir doch mal. Flamme den Patschi, was liegt da Feines? Eine Iria Wasserverzauberin. Ja, mit Wassermonstern haben wir nicht so bei uns im Deck. Mit Hita Feuerverzauberin könnte sie sogar theoretisch teilweise was reißen. Ja, wir können sie nämlich das ultimative Baseballkind klauen. Irk! Infektionsfehl Lilly. Okay. Die besitzen wir auch, glaube ich, immer noch nicht. Die ist definitiv kaufbar. Ich weiß, die ist in einem von den Packs, die wir zur Verfügung hätten. Aber haben wir nie gekriegt. Okay, das wird jetzt fies. Uferschildkröte. Go. Vorheiliges Begräbnis. Doppel-Go.
Kreaturentausch. Oh, okay, damit wird ein bisschen Schaden wieder wettgemacht. Killt leider unseren Flammen-Impachi. Aber es ist immer noch eine gute Kombi. Viel Spaß damit. Und Infektions für Lilly. Attacke. Ja, natürlich bezahlen wir die Lebenspunkte. Das ist eine Injektionsfee, die vergisst ihre Nase. Ja, das ist Infektionsfee. Das ist, glaube ich, einer der ältesten Running Gags, die ich mit der Karte habe. Dann holen wir uns einen Sonneneruptionsdrachen, wie sich das gehört. So, Attacke Sonneneruptionsdrache. Und der burnt dann auch noch eine Runde lustig vor sich hin. Juhu. Wir sind schon nur noch auf 2000 runter, aber wir sind natürlich auch auf 3650, darf man nicht vergessen. Blitzeinschlag natürlich. Ah, die spielt sogar Doraido, meine Güte. Dann kann sie Furin Kazan ja sogar in seltenen Fällen vielleicht mal aktivieren. Das ist eine gute Kombi. Okay, geschmolzene Zerstörung. Zack. Und großer Angus. Was hat sie denn da Feines gespielt? Tja, noch eine Infektionsfee. Ja, schade, dass sie auf 2000 Lebenspunkte runter war, ne? Too bad. Too bad. Noch eine Monster, natürlich. Aua. Okay. Großer Angus, was geht's? Gewinnen wir so schon. Es ist eine Valkyrie des Magiers. Ja, dann war's das. Tschüss, Valkyrie. Und große Angus, machst du Platz. Er sieht ja lustig aus, das Feld mit der geschmolzenen Zerstörung in der Mitte und dem Himmel drumrum. Das passt nicht so ganz gut, aber egal. Sagt sie dazu. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das wird sie aber nicht vergessen. Scheinbar gehört sie zu der Schlangensorte. Und sie hat verloren. Jo. Ich dachte schon gerade, ey, ist dickes Kind einfach nicht gespawnt? Doch, dickes Kind ist gespawnt. Dann rennen wir dickes Kind doch direkt mal hinterher. Und ey, versuche ich den Schmerz der Frustration vom von Diät und so weiter. Ja, ja. Diät, das muss nicht sein. Der Himmel drumherum könnte aber auch die Asche aus dem Vulkan sein. Ja, ich glaube aber, das wäre ein bisschen schwärzer. Zuflucht am Himmel. Oh, ist mir egal. Eine der seltenen Katzenvipern. Right. Right. Ja, zu viele verdeckte Karten. Jetzt hätte ich ja einen schweren Sturm. Das ist kein schwerer Sturm. Feierliche Wünsche macht zumindest nicht zu viel. Schmolz und Zerstörung. Volle Breitseite mit geschmolzener Zerstörung. Jupp. Dann holen wir uns noch den Sonderoptionsdrachen. Nicht. Damit. Das ist schlecht. Aha. Ganz enge Riesentornade. Riesentornade? Okay. Das war die sinnvollste Riesentornade ever. Spiel doch mal Gift-Thema. Erstmal nicht. Ich bin von denen erstmal bedient. Vielleicht machen wir später irgendwann mal. Okay, zumindest haben wir jetzt ein freies gegnerisches Feld, was schon mal eine schöne Sache ist. Geschmolzene Zerstörung. Dann holen wir uns erstmal Heater. Ja, go Heater. Und killen mal den Ernteengel. Einmal enthornt. Der leider zurückgezwungen wieder, was ein bisschen nervt. Nee, Gift! Oh! 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 Seriously, der hat 50 Angriffspunkte mehr. Ja, ich glaube, wir verlieren. Ich glaube, wir verlieren. Ja, ist nicht gut. Zurückgezwungen. Dann setzen wir wohl mal das Ding aus dem Krater.
jetzt hier. Ja, wenn er halt nicht zurückgezwungen liegen würde, ne? Und wir das nicht wissen würden. Ja, klar, aktiviert den Effekt. Wir haben ja theoretisch der Stardust hier. Okay, zurückgezwungen funktioniert schon, aber nicht bei Spezialbeschwörung. Das war mir nicht mehr so im Kopf. Aber das ist eine gute Sache für uns. Königlicher Erlass, ja, bitte. Dann spielen wir mal einen Sonnenruptionsdrachen. Zurückgezwungen! Also was, Überraschung, Überraschung. Und dann killen wir noch mal einen Sendboten. Wer mag schon Sendboten? Okay. Noch mehr Verdeckte. Ja, komm, jetzt reicht's. Wir aktivieren jetzt einfach den königlichen Erlass, damit da nichts mehr getriggert werden kann. Und dann sollten wir jetzt eigentlich ganz gute Karten haben. Da holen wir jetzt nämlich den Sonneneruptionsdrachen raus. Jawohl. Und dann geben wir Testi hier mal. Gemeinsam sind wir stark. Muskeltest, Talos. Sonneneruptionsdrache kann den mal eben schnell wegräumen. Das ist ja kein großes Ding. Und 4500 ATK-Test, Talos. So muss das aussehen. Das ist mein Feuersturmmonarch. Und Burner hinterher. Zieh einfach keinen Monster. Zieh einfach eine Fallenkarte. Brav. Gut gemacht, dickes Kind. So, großer Angus. Und dann attackieren wir mit Testalos 5300 ATK. Ja, schöner Wert. Ich gewann. Gut. Jupp, 709 Punkte. Ja, können wir wieder ein bisschen shoppen. Okay, da hast du mich besiegt. Aber ich glaube, ich habe abgenommen, habe ich schon mal gehört, den Spruch. Kaiberman ist gerade nicht da. Okay, dann gehen wir mal shoppen, würde ich sagen. Jupp, erhalte Karten. Gibt es momentan ein Strukturdeck zu kaufen? Ne, gibt es nicht. Hier ist Licht zu Finsternis. Davon haben wir schon ganz viele, aber kaufen wir mal noch ein paar von. Zerstörer des Lichts. Kaufen wir mal noch ein paar von. Ewige Sonne kaufen wir mal noch ein paar von. Und das. Und die ultimative Macht, da kaufen wir mal noch ein paar von. Das klingt so alles nach den Lichtpacks, die wir hier so rumfliegen haben. Himmel ist in der Tat ganz schön leer, ja. Was haben wir denn da so feines? Köderdrachen. Bestien. Shiva-Krieger, nice. Zuflucht im Himmel, maskierte Bestie. Hässlichen Schleim. Scapegoats. Oh ja, jetzt haben wir sie auch endlich. Horus. Deathbird. Ultimativer Tyranno. Der Dandelion. Also mit Lichtmonstern war da jetzt nicht so viel, ne? Naja. Okay, speichere Daten. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Deckaufbau und bauen uns mal ein Feendeck. So gut möglich. Erstmal leeren und dann schauen wir, was wir so an Feen haben. Wir dürfen ja nichts anderes außer Feen haben. Also volle Feenpower. Irgendwo haben wir hier da den Nova-Beschwörer noch. Was kann das dicke Kind denn überhaupt? Wenn diese Karte als Ergebnis eines... wenn diese Karte ein Monster als Ergebnis eines Kampfes zerstört, so rum. Erhöhe die Life Points um 300 Punkte. Wow. Mal Stufe. Arcana Force Extra ist tatsächlich eine Fee. Diese Karte kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden. Diese Karte kann nicht spezialbeschworen werden, außer durch das Senden von drei Monstern, die du kontrollierst, auf den Friedhof. Wirf eine Münze, wenn diese Karte spezial beschworen wurde. Spezial beschworen? Was denn jetzt? Diese Karte kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden. Diese Karte kann nicht spezial beschworen werden, außer durch das... Okay, also das Spielen von diesem Viech ist schon eine Spezialbeschwörung. Das
Existenzen von drei Monstern, die du kontrollierst. Geht das mit Scapegoats? Weil das ist ja kein Opfern. Kann man Scapegoats tatsächlich aktivieren, um dieses Viech zu beschwören? Das wäre ja mega mies. Blablabla. Wirf eine Münze, blablabla. Diese Karte erhöht sich um die folgenden Effekte. Kopf. Wenn diese Karte als Resultat eines Kampfes ein Monster zerstört, kannst du eine Karte von deinem Friedhof deiner Hand hinzufügen. Zahl. Werfe die Aktivierung... Was? Verwerfe die Aktivierung eines Effektmonsters, Zauber- oder Fallenkarte, die diese Karte anvisiert hat, und zerstöre diese. Jedes Mal, wenn eine Kartenaktivierung durch diesen Effekt verworfen wird, bringen sich die ATK dieser Karte um 1000 Punkte. Okay. Die gelten als Monster, ja klar. Die Scapegoats haben aber halt extra den Zusatz, dass sie in sich stehen haben, dass sie nicht geopfert werden können. Für Tributbeschwörung. Allerdings können sie für Effekte geopfert werden. Und das hier klingt mir nach einem Effekt, der kein Opfern ist. Also müsste man die Scapegoats eigentlich benutzen können. Wir versuchen das mal. What upon? Wenn diese Karte durch einen Deck. Ja, ja, ist egal. Was macht der Voltanus, nachdem eine deiner Konterfallen aktiviert? Achso, das ist für das Konterfallen-Deck. Bin jetzt nicht so heiß drauf, ein Konterfallen-Deck zu bauen. Scalen Duo kommt natürlich dreimal rein. Scalen Duo. Der Ernteangel. Können wir natürlich spielen. Freya ist lustig. Eine Freya tun wir mal mit rein. Theoretisch sind die Freyas genauso wie plündernde Hauptmänner, die sich gegenseitig beschützen, oder? Solange du ein anderes Monster vom Typ Fee außer Freya Geist des Sieges kontrollierst, kann diese Karte nicht als Angriffsziel bestimmt werden, ja. Also die sind mehr so wie gebieterische Ritter. Flügelter Kuriba braucht kein Mensch. Yakuten und Megami sollten wir definitiv dreimal spielen. Shinigami darf nicht mitmachen. Diese Karte ein Monster als Ergebnis des Kampfes zerstört höhere Life Points, Launche Göttin. Naja, der Erlöse. Solange diese Karte auf dem Spielfeld liegt, füge deine Hand zwei dann aus dem Spiel entfernten Monster vom Typ Fee hinzu, jedes Mal, wenn eine Konterfall aktiviert wird. Oka können wir spielen. Zerkat. Nachsichtige Jungfrau ist. Parshaf könnte man spielen, wenn jetzt nicht so heiß drauf, wenn es nicht absolut sein muss. Tun wir lieber drei Dunons rein. Seele der Reinheit können wir dann zweimal spielen. Bildnis des Lichts. Falls du ein normales Lichtmonster als Tributbeschwörung beschwörst, kannst du dieses eine Monster als zwei Tribute behandeln. Okay. Was haben wir denn schon so? Schon ziemlich voll mit Monstern. Falls du dieses Monster-Attributbeschwörung beschwörst, indem du drei Monster auf deiner Spielfeldseite anbietest, zerstöre alle Zauber- und Fallenkarten. Good old Feuchtigkeitskreatur. Ich will mal eine Feuchtigkeitskreatur mit ins Deck, weil warum nicht? Parshaf, ich hasse Parshaf. Niemand spielt Parshaf. Können wir einen Parshaf ins Deck tun, schätze ich. Wie war das mit den Sendboten? Wenn deine Life Points höher sind als die Life Points deines Gegners, biete diese Karte von deiner Spielfeldseite als Tribut an, um den Effekt dieser Karte zu aktivieren. Füge den Life Points deines Gegners Schaden in der Höhe der Differenz zwischen deinen Life Points und den Life Points deines Gegners zu. Wenn sich die Zuflucht im Himmel nicht auf deiner Spielfeldseite befindet, gilt dieser Effekt nicht.
Wenn du diesen Effekt aktivierst, kannst du in diesem Spiel zu keinem Battle Phase durchführen. Ach, die Geschichte, ja, theoretisch kann man damit lustige Dinge tun. Und sich selbst hochhalten und dann mit dem Sendboten einfach 8000 Punkte Schaden machen. Okay, Zauberfallen. Gehirnkontrolle. Gemeinsam sind wir stark. Mage Power. MST. Riesentrunade. Schwerer Sturm. Spalt. Scapegoats. Schwerter. Feuliges Begräbnis. Zylinders. Spiegelkraft. Topf der Trägheit. Kreaturentausch. Königlicher Erlass. Dann weitere Zauberfallenzerstörungen. Kann man noch einen Stopp-Tornado spielen, schätze ich. Ja, Stopp-Tornado. Und dann das gute alte Dimensionsgefängnis. Ist eine normale Falle. Müsste deutlich weiter oben sein. Und eine bodenlose Fallgrube wäre auch noch eine Option. Nehmen wir lieber das Dimensionsgefängnis, glaube ich. Wo ist es denn? Da, Dimensionsgefängnis. Okay, das Ding ist jetzt total sinnvoll. Ich glaube, wir haben 0 Konterfallen. Gibt es irgendwelche Konterfallen, die wir haben wollen würden, die sinnvoll zu spielen wären? Sinnvoller als was wir momentan benutzen? Wir könnten magischen Abfluss rein zum Stopp-Tornado raustun. Zurückgezwungen kann natürlich immer ganz nett sein, aber sonst. Ach komm, das Deck hier braucht eh keine Riesentornade. Okay. Mal schauen, ob das was bringt. Wir ändern mal den Decknamen. Hat jemand einen guten Vorschlag für ein Feendeck? Glanz und Gloria. Ich weiß nicht, ob das passt. Glanz und Gloria. Doch, das passt. Das passt in der Tat. Fey you. Tea but good. T200 Deck. Bleiben wir erstmal bei Glanz und Gloria. Speichern wir das mal unter den Giftmüll. So, ist ja mehr so Glanz- und Feuchtigkeitskreatur als Gloria. Aber passt schon. So, wir haben ein bisschen Ordnung geschaffen. Dann sagen wir nochmal Layat hallo. Für diese Prüfung muss man mit einem Monster vom Typ P, Deck spielen. Willst du die Prüfung ablegen? Sure, machen wir mal der Einfachkeit haben wir noch ein Safe State dran. So, Layat wird in die Liste eingetragen. Zeit für ein Duell voller Leidenschaft, genau. Leuchtendes Feld. Nicht Thea wie in T, sondern Thea wie in Thea. Die hat doch auch Richtung Fee gespielt, oder nicht? Richtung Fee irgendwie so, ja. Ich würde es jetzt nicht unbedingt als Feendeck, glaube ich, bezeichnen, wenn ich mich recht entsinne, aber sie hat sowas Richtung Fee gespielt. Die Anfangs sind das nicht so beeindruckend. Okay.
Okay. Majestätischer Melchioker! Der hatte, glaube ich, einfach so süße Monster. Ja, größtenteils, ne? Da ist übrigens Layard. Tschüss, Layard. Dann legen wir mal die Spiegelkraft raus. Und Desch muss reichen. Und tschüss, Oka. Ein glänzender Elf. Mhm, großartig. Nö, der kann gleich gespalten werden. Wir könnten mal was von Dockdeck gebrauchen. Ist zwar ungünstig, dass wir jetzt unsere Spiegelkraft dann killen, damit habe ich jetzt so nicht ge... Okay, Fensterbesprechung. Dann passiert das sowieso nicht. Barschef. Wir haben zu viele Opfermonster und sowas drin. Parsha kommt gleich wieder raus. Ja, dann majestätischer Mech Oka. Wir spalten das Ding da trotzdem definitiv weg. Ich habe keinen Bock auf die Beschwörungen. Und volle Breitseite mit Oka. Ausrufungszeichen. Nur eine verdeckte. Warum ist ein Mech eine Fee und kein Drache? Weil es ist ein majestätischer Mech. Das ist der springende Punkt. Er ist majestätisch. Zurückgezwungen. Okay. Da braucht er schon einen Ernteengel der Weisheit auf dem Feld. Go Oka. Ah, endlich wieder der LP-Ausgleich hier. Verdeckter. Ja, okay. Gellenduo! Großartig. Go, Ernteengel. Lieber so. Es ist großzügige Artemis. Ja, da haben viele Monster hohe Verteidigungspunkte. Von daher lieber so, als dann in die Verteidigung reinzulaufen. Ernteengel der Weisheit Attacke. Ich schätze, dann spielen wir gleich Parschiff oder so. Verteidigungsmonster. Ach, Arcana. Mhm. Okay, Parschiff. Der komische Ritter. Dann greif doch mal an. Was haben wir da? Huch, Gellendu. Aua, ja. Da war Parschiff wohl genau die richtige Wahl. Ups. Did. Blick auf die Millionen von Gellenduos, auf die wir treffen, ist Parschiff wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht für die Himmelswelt. Und du gewinnst. Haha, ich gewinne, ich bin der Mann. Korrekt. Abschlussbonus. Nice. Du hast wirklich alles gegeben. Du hast erwiesen, dass du würdig bist, das Tor zu durchschreiten. Nun darfst du weitergehen. Cool. Ach, Gellendu. Geht weg, niemand mag euch. Oh nein! Das ist schrecklich! Wir haben es fallen lassen, das ist schrecklich! Wir haben es verloren, das bedeutet große Schwierigkeiten. Wir sollten etwas wirklich Wichtiges an Lord Parschiff liefern. Es ist eine wirklich besondere Karte, aber wir haben sie verloren. Reisender, kannst du uns helfen? Wenn du sie findest, lass uns das bitte wissen. Die Name der Karte ist Nova-Beschwörer, wir haben schon einen. Die Name der Karte ist Nova-Beschwörer, das hast du schon gesagt. Bitte hilf uns. Wir wären dir so dankbar. Sind alle hier unten weg. Okay, schauen wir mal, haben wir jetzt keine Auswahl mehr, außer zu dem Typen hinzugehen. Wir gehen mal eben nochmal in den Deckaufbau. Will ich hier großartig was verändern? Wir haben wirklich wenig Monster, mit denen man einfach so kämpfen kann. Außerdem sind wir jetzt nicht mehr eingeschränkt, dass wir wirklich nur Feen benutzen müssen, unbedingt. Von daher sollten wir jetzt mal hier Breaker mit reinschmeißen. Und ich denke, Dandelion ist für dieses Deck auch nicht unbedingt schlecht.
Vielleicht sind drei Freyas ein bisschen übertrieben. Bullshit hier mit dem zurückgezwungen. Okay, dann ist das momentan Glanz und Gloria. Verwandlungs was? Was macht die Karte? Sowas existiert in meinem Deck nicht. Okay. Oh, okay, war scheinbar ein normaler Gegner, denn jetzt ist Freya da. Na gut, dann gehen wir mal Freya Hallo sagen.